Ja, und herzlich willkommen noch einmal. Schön, dass ihr da seid. Danke, Klaus, dass du Zeit heute hast und dass du das machst, diese Stunde. Es freut uns total. Klaus Farin, ich will eigentlich gar nicht viel zu ihm sagen. Ich glaube, er wird sich dann noch ein bisschen selbst vorstellen. Ich kann euch nur sagen, dass wir ihn auf Facebook angeschrieben haben und er zugesagt hat. Und da sind wir total stolz drauf, wirklich. Und wir freuen uns auf diese heutige Stunde. Und ich übergebe jetzt einfach einmal an dich, Klaus. Dankeschön. Ja, danke. Schade, dass ich jetzt nicht live da sein kann. Das ist ja nur ein kleiner Ersatz immer für richtige Meetings. Naja, vielleicht im nächsten Jahr wieder. Sonst bin ich eigentlich immer alle 2 Jahre so in Graz und jetzt schon länger nicht. Ja, ich dachte mir das so, dass ich einfach zu Beginn nur ganz kurz, was jetzt hilft, vielleicht so zur Jugendkultur in allgemeine Bemerkung macht, zur Musik allgemein für Jugendliche. Aber noch nicht so konkret zu so einzelnen Genres und so weiter, so dass ihr Fragen stellen könnt und sehen könnt, dass sich diese Stunde jetzt an euren Interessen orientiert und macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt eine Stunde was über irgendeine Musikrichtung erzähle, die euch sowieso nicht interessiert. Also deswegen nur vielleicht 2 kürzere Vorbemerkungen einfach und dann könnt ihr euch ja einschalten, wie gesagt, per schriftlich oder mündlich später. Vielleicht nur eine Frage zu Beginn, die immer kommt, nämlich Jugendkulturen, gibt es die überhaupt noch? Und dazu muss ich natürlich sagen, natürlich gibt es die, auch nicht weniger als früher. Also im Gegenteil, seit den 90er Jahren sind es ja immer mehr Jugendkulturen geworden, immer mehr Szenen. Noch in den 70er, 80, frühen 80ern war es ja überschaubar. Jeder kannte die 5, 6 Szenen, die es gibt, so Punk und Gruftis und Skins und Mettler und Fußballfans und so weiter. Inzwischen gibt es ja hunderte Szenen, also es sind nicht weniger geworden. Es gibt auch immer Untersuchungen, eigentlich seit der Shell-Studie 1972 schon, dass immer so 20% jeder Jugendgeneration, jeder dieser Alterskohorte sich Jugendkulturen anschließt, also informellen Szenen und nicht seine Freizeit hauptsächlich in Vereinen, klassischen Verbänden, bei der Sportjugend oder so verbringt. Das hat sich auch gar nicht geändert bis heute. Was sich geändert hat, nur ist, dass diese Jugendkultur nicht mehr so auffällig sind. Weil natürlich in den 70er, frühen 80er Jahren hat man ja schon mit langen Haaren Aufsehen erregt, dann mit bunten Haaren, mit Tätowierungen und sowas. Heute ist das ja alles völlig normal. Also wenn sie als Polizisten schwer tätowiert und gepierst sind, der Mensch an Bankschalter und jede dritte Oma irgendwie gefühlt lila Haare hat, dann erregt man nicht mehr so viel Aufsehen damit. Und auch die Elterngeneration ist ja schon jugendkulturell geprägt, viele zumindest. Deswegen sind sie nicht mehr so sichtbar. Und weil vieles jugendkulturelle Engagement sich natürlich ins Netz verlagert hat, von der Straße. Auch deshalb sind sie nicht mehr so sichtbar. Aber es gibt Jugendkultur nach wie vor. So viel hat sich da gar nicht verändert. Das Zweite, Musik. Vielleicht noch kurz, ja, Fokus darum gehen soll. Musik ist deshalb so wichtig, weil sie für alle Jugendlichen, muss man sagen, für weit über 90% das wichtigste Medium ist. Klar ist das emotionalste Medium. Also Kopf und Bauch. Es geht nie nur um Melodie und Rhythmus, es geht immer auch um Identität, um Leidenschaft und Gefühle. Und auch Musikerinnen stehen für irgendwas. Also eben nicht nur für eine Musik, sondern die stehen für rechts oder links, vegan leben, tolerant, intolerant, gewaltförmig, wie auch immer. Also, und Jugendliche, vor allem jüngere Leute, nutzen Musik sehr stark als Identitäts Begleiter sozusagen. Deswegen ist Musik viel wichtiger als alle anderen Medien, als Film, Literatur und, schon immer gewesen und heute auch noch. Das gilt nicht nur für Fans subkultureller Musik, das gilt für alle, auch für Boygroup-Fans oder so gilt das. Auch für die hat Musik einen enormen Stellenwert. Deshalb auch für Jugendkulturen. Fast alle Jugendkulturen und ein Großteil, die wir kennen, sind ja musikbasiert. Also ne, eben alles, was man so Punk, Hip-Hop, Techno und so weiter, gibt es ja immer Musik. Und selbst bei Sportszenen, auf sagen wir mal Skater, spielt auch Musik eine zentrale Rolle, weil die auch immer eine bestimmte Musik hören. Also Musik ist, sagen wir mal, neben Mode. Mode ist zeigen, wer ich bin. Und Musik sagt dann eben, wer ich bin und wofür ich stehe. Ist Musik für fast alle Jugendkulturen von enorm wichtiger Bedeutung.
und wirklich stilbildend und identitätsstiftend. Und das hat sich auch nicht geändert. Also man kann die Bedeutung von Musik gar nicht hoch genug einschätzen. Allerdings vielleicht noch eine pädagogische Nachbemerkung. Der Glaube, dass Musik Menschen, sagen wir mal, prägt oder verändert, ist überzogen. Also im Bereich von Rechtsrock wird das ja oft thematisiert. Also nach dem Motto, die hören Nazi-Musik und werden Nazis. So funktioniert das nicht. Musik, Medien generell können immer nur verstärken. Sie können beschleunigen, auch abschwächen natürlich. Aber Medien generell können Menschen nicht fundamental verändern. Sondern auch Jugendliche selber nutzen Musik ja auch gerade nicht, um sich ärgern zu lassen, sondern um sich bestätigen zu lassen, um sich zu amüsieren. Das heißt, als linksdenkender Mensch in meiner Jugendzeit habe ich natürlich Tonscheine Scherben gehört und Clash und andere und nicht irgendwelche rechten oder auch unpolitischen Bands. Und so machen das Jugendliche heute auch. Das vielleicht als Vorbemerkung so zur Bedeutung von Musik, zur Wirkung. Vielleicht sind ja jetzt schon Fragen da. Ich weiß es gar nicht. Dann kann man da ja schon drauf eingehen. Gibt es schon Fragen? Zurzeit steht nur nichts im Chat. Also, nö. Gell? Aber wenn Sie Fragen habt, rein in den Chat mit euren Fragen, bitte, oder Anmerkungen. Genau. Also nur, dass das eben sozusagen gleich auf eure Interessen orientiert wird und ich jetzt nicht noch stundenlang was über einzelne Szenen erzähle, die euch ja gar nicht interessieren. Deswegen wäre es natürlich praktisch, wenn ihr euch gleich einbringt mit eigenen Fragen, Anmerkungen, Beschimpfungen. Beschimpfungen kann ich keine sehen, aber auch keine Anmerkungen und keine Fragen zurzeit. Ist ja vor allen Dingen auch für Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen noch etwas früh, oder? Sie schlafen noch. Vielleicht noch Musikgenres, so ganz allgemein, also gar nicht jetzt auf euch bezogen, was auch immer interessant ist, wird immer die Frage, welche Trends gibt es demnächst denn? Oder was ist überhaupt das Wichtigste? Also Trends kann man gar nicht sagen. Wenn ich wüsste, welche Trends, also so Matthias Horks-mäßig, der immer behauptet zu wissen, was die Zukunft bringt, also dümmer geht's nicht, bei ihm sowieso. Und eigentlich geht's immer nur darum, dass er das vermarktet, was er gerade sowieso schon in der Schublade hat. Und das ist bei Trendforschern oft so. Man kann eigentlich keine Trends in dem Bereich vorhersagen. Dazu ist es viel zu ambivalent, zu differenziert. Auch Jugend, wenn man bei dem Beispiel bleibt, ist ja nicht eine homogene Generation. Ist nicht. Was man sagen kann, ist, was heute relevant ist. Und natürlich ist Hip-Hop nach wie vor weltweit die größte Jugendkultur, sag ich mal. In Klammern, wir wissen alle, es ist keine reine Jugendkultur, sondern auch Subkultur, Mainstream und alles andere. Aber Hip-Hop ist nach wie vor die größte, nach wie vor, auch mit allen Elementen, also Musik, Tanz und so weiter. Was in den 90er Jahren noch Techno war, ist seitdem eigentlich Hip-Hop. Obwohl Rap im deutschsprachigen Bereich weniger wichtig ist als früher. Also auch gerade so alles, was ja leider aus Berlin kam, so Bushido, Sido und ähnlicher Unsinn, der hat etwas an Bedeutung verloren. Und aber dennoch eine der größten Szenen nach wie vor. Was immer unterschätzt wird, ist Heavy Metal, weil das von vielen gar nicht so als Jugendkultur gesehen wird, logischerweise, wenn man Bilder von Wacken gesehen hat. Da sind ja, ist ja meine Generation vertreten als unter 30-Jährige. Und Metal ist ja eine typische intergenerative Szene inzwischen. Die Musiker sind ja auch alle 60 plus. Aber Heavy Metal ist nach wie vor eine riesen weltweit riesige Szene. Es gibt in jedem Land der Welt gibt's Metal-Bands. Wir haben das neulich ein Buch veröffentlicht über Black Metal und ähnliche Geschichten. Selbst die gibt es überall auf der Welt. Selbst in Saudi-Arabien oder so. Punk und Gruftis, Punk und Gothic sind sehr stabile Szenen, die es natürlich seit gut drei Jahrzehnten gibt. Aber die waren nie so richtig groß. Also es sind immer so in Deutschland ein paar hunderttausend, die da so zum aktiven Kern gehören. Die waren sehr einflussreich, sehr wirkungsmächtig. Sicherlich auch, subjektiv gesagt, weil es mit die kreativsten Szenen überhaupt sind und waren. Aber es sind keine Massenszenen vergleichbar mit Hip-Hop oder auch Techno in den 90er Jahren. Überhaupt elektronische Musik ist immer noch wichtig. Und in Deutschland zumindest sagt man, die größte Jugendkultur oder die am stetigsten wachsende Jugendkultur derzeit sind die Ultras. Jetzt waren, glaube ich, Fragen. Ich habe jetzt eine Frage. Was ist Ultras? Also, mir sagt das jetzt gar nichts.
Fußballfans gibt es bei euch auch. Ah, okay. Aber Fußballfans, die eben nicht nur, sagen wir mal, konsumierend ins Stadion gehen, sondern sich selber inszenieren, selber ein aktiver Part des Spiels sozusagen sind, Buntheit ins Stadion bringen und sich inszenieren und Choreografien machen und sich nicht nur am Spieltag treffen, sondern auch in der Woche schon und also eine aktive Fangemeinschaft bilden und damit auch für viele andere Fans natürlich hochgradig spannend sind, weil sie anders als Hooligans ja nicht primär gewaltorientiert sind, weil sie weniger Stress haben mit Vereinen. Also als Hooligan ist es blöd, zum Fußball zu kommen, wenn man ständig Stadionverbot hat. Und Ultras sind kreativer, weniger arrogant als Hooligans, muss man ganz praktisch auch sagen. Also grenzen sich weniger stark ab und haben deshalb so ein bisschen die Fangemeinde, die sich engagieren wollen, quasi haben die Hooligans eigentlich eher beerbt. Die Hooligans werden immer weniger, die Ultras immer mehr. Und sind übrigens sehr stark auch in dem Sinne engagiert, dass sie gegen die Kommerzialität von Fußball sich engagieren. Also es gibt immer wieder Boykottaktionen gegen Vereine, die sich dann Red Bull nennen oder ähnliches. Es gibt immer wieder bei extrem kommerziellen Events, zum Beispiel die Bayern oft machen, gibt es aktive Boykottaktionen. Zum Beispiel erinnere mich an ein Spiel, da haben die ganzen Ultras sich das ganze Spiel über, sind zwar hingegangen, mit dem Rücken zum Spielfeld aufgebaut, weil das irgendein rein kommerzielles Ding war, was überhaupt keine Liga-Bedeutung hatte, um zu sagen, das wollen wir nicht. Und man sieht es auch an den Transparenten. Es sind immer wieder sehr kritische Transparente im Stadion gegen Kommerzialität, gegen Rassismus auch von Ultras. Da sind die oft sehr führend in dem Bereich. Spannend. Hobby, also war bei mir nicht auf dem Radar. Eine Frage vom Dominik. Wird den Ultras ein gewisses Musikgenre zugeschrieben? Also haben die irgendwie eigene Musik? Nicht wirklich. Also natürlich gibt es auch eigene Musik, natürlich fußballkompatibel, aber Ja. eigentlich ist das sehr widersprüchlich. Das ist ganz normal. Viele hören elektronische Musik, Punk, Metal, die hören eigentlich alles durch. Es gibt keine identitätsstiftende Musik, wo man sagen kann, das ist die typische Ultramusik. Das eigentlich nicht. Das ist wie bei Computerszenen oder so oder Ja. Science-Fiction-Fans, da ist Musik dann nicht ganz so relevant. Okay. Philipp schreibt, subjektiv für Österreich gesehen fällt auf, dass es in der musikalischen Szene weniger jugendliche Szene-Eliten, also Musikerinnen, Veranstalterinnen gibt als vor circa 10 Jahren. Kann das auch für Deutschland so gesehen werden? Mehr Bands speziell oder mehr Veranstalter? Philipp, entmute dich einfach. In dem Fall, also bei uns fällt es auf, dass es beides ist. Es gibt weder jetzt die Bandanzahl, die wir speziell in Graz vor Jahren hatten, noch die Veranstalterinnen. Also weniger jetzt, nicht mehr, okay. Weniger. Ah ja, okay. Naja, weiß ich nicht. Also Bands kann man das so nicht bestätigen. Also zum Beispiel für Deutschland kann ich sagen, es gibt so viele Punkbands wie nie zuvor. Auch im Bereich Hardcore, Metal im weitesten Sinne, das boomt eigentlich. Da passiert eine Menge. Das Problem ist natürlich bei Bands, anders als bei Rap oder bei elektronischer Musik, Techno, dass man Räume braucht, dass man Möglichkeiten braucht, dass man Proberäume braucht, Auftrittsorte braucht und so weiter, weil das ja nicht nur im Netz stattfinden kann. Und ich habe eher das Gefühl, dass in vielen Städten die Möglichkeiten an Proberäumen und so weiter geschrumpft sind. Und dass es da weniger Möglichkeiten gibt. Das ist in der Tat die Musikszene, also die Bandszene, muss man sagen, ist in der Tat eine, die massiver Förderung braucht, die Freiräume braucht, die Proberäume braucht, sonst kann die sich nicht entwickeln. Bei elektronischer Musik, bei Rap ist das ja alles nicht notwendig, ne? Also jeder Techno-Freak kann zu Hause an seinem Laptop wunderbare Sounds kreieren, aber wenn ich eine Band habe mit 4 Musikern, dann brauche ich einen Proberaum und so weiter und auch Auftrittsmöglichkeiten. Da gibt es leider, das ist mein Eindruck, immer weniger an Förderung, an Möglichkeiten. Jugendclubs sind zum Teil dicht oder machen immer weniger Konzerte als früher und so weiter. Abgesehen davon, dass es natürlich auch schwieriger ist, das Publikum zu erreichen, weil es sehr viel Konkurrenz gibt natürlich, eben auch online, Netzkonkurrenz. Aber ich glaube, das ist kein Argument dafür. Ich glaube, da müssten sich Kommunen wirklich wieder mehr engagieren und Räume, Proberäume und so weiter zur Verfügung stellen für Bands.
Ich glaube, die Bands gibt es an sich schon und das Interesse an Musik auch. Man sieht zum Beispiel in Deutschland, ich kann es nur für Deutschland sagen, dass Musikschulen zum Teil boomen. Und die machen dort auch Rockmusik und so. Die machen dort nicht nur klassische Musik und Chöre. Also das Interesse an Musik scheint offenbar sehr groß zu sein, aber die Möglichkeit, das eben praktisch auszuleben, vielleicht nicht. Ja, das glaube ich, kann ich dazu stimmen. Wir kriegen auch immer wieder Anfragen, wo es Proberäume gibt. Einfach, wo kann man proben als Jugendlicher in Graz halt oder in der Steiermark? Nicole hat eine Frage, und zwar, hören Jugendliche eigentlich hauptsächlich neue Musiker, Künstler, oder gibt es auch vermehrt Interesse an Bands, die vor Jahren, Jahrzehnten bekannt waren? Beides. Also natürlich jüngere Jugendliche hören natürlich vor allen Dingen das, was gerade in den Charts ist, was bei den aktuellen Castingshows läuft und so weiter, Radio und was auch immer, oder auf den Download dominant angeboten wird, die sehr viel jüngere Jugendliche. Das ändert sich oft so mit 16, 17, 18. Da stellen wir bei vielen Jugendlichen fest, also es gibt keinen einheitlichen Trend, es geht auseinander, dass oft so ein Revival kommt, dass Leute sich plötzlich interessieren, auch im Zusammenhang oft mit Interesse an Jugendkulturen wieder, für welche wichtigen Bands gab es denn damals? Also, und natürlich auch durch Mixes zum Teil. Also, wenn irgendein Techno-Act zum Beispiel, erinnere mich vor ein paar Jahren, plötzlich die Jimi Hendrix-Gitarre einbaut. Oder Nena mit einem aktuellen Techno-DJ einen Song nochmal neu aufnimmt, dann erreicht sie damit natürlich ganz neue Leute plötzlich. Und dieses Crossover-Prinzip ist ja in vielen Bereichen auch angesagt, auch Tanzmusik sehr, ja eben sehr angesagt und sehr verbreitet. Und dadurch werden Leute wieder aufmerksam auf ältere Musik. Und dann gibt es so eine Minderheit, die vielleicht so 10, 15% der so unter 25-Jährigen sind, die sehr intensiv an älterer Musik interessiert sind, auch an älterer Rockmusik. Es gibt ja auch so ein bisschen so ein hippieskes Revival, also von Leuten, die genauso 60er, 70er Jahre Musik hören wollen, die Klassiker auch im Hardrock-Bereich und so. Das gibt es auch. Das ist eine kleine Gruppe, aber sicherlich auch eine sehr interessante, weil die sich auch vertiefen oft, also mehr wissen wollen, Hintergrundwissen wollen und so. Das gibt es ja. Ich habe jetzt gerade noch eine Frage für mich. Also, und zwar gibt es eigentlich, wir reden jetzt Metal, Hip-Hop, Techno, gibt es eigentlich also Subkultur Schlager bei Jugendlichen? Also Schlager als Genre, leider ja, und Jugendliche finden es auch gut, Ja. viele zumindest. Also Jugend ist kein Garant für einen guten Geschmack, muss man mal so sagen. Es war ja vor allen Dingen, also Schlager war ja früher immer konservativ, altbacken, Großeltern, Eltern, so klassisch ZDF, Schlager und Volksmusik, also wir über 70. Und das hat sich geändert, als so Gildo Horn und solche Leute plötzlich auftauchten, also dieser ehemalige Jugendarbeiter, und die plötzlich so einen Schuss Ironie reingebracht haben. Und das war ja der Auslöser damals für eine Schlagerwelle unter Jugendlichen, die sich bis heute gehalten hat. Da kamen ja plötzlich Schlagerpartys. Vorher hat man auch mal einen Heino auf einer Party gehört oder so, aber eigentlich nicht wirklich gemocht. Und das hat sich geändert. Inzwischen ist wirklich, sind Schlagerpartys immer noch sehr angesagt, leider Gottes. Und natürlich hören Jugendliche auch Schlager und wie alle Generationen. Wie gesagt, es gibt ja nicht die Jugend, es gibt da auch Konservative, auch im ästhetischen Sinne und so weiter. Aber für die Mehrzahl der Jugendlichen sind Schlager als Schlager nicht so relevant, mit Ausnahme dieser neueren Varianten in Anführungszeichen, also dieses ganze rund um Helene Fischer und Co. und die neueren Schlagersängerinnen vor allen Dingen, die auch mal reale Texte haben, die über Schwulsein singen, über Trans singen, über Rassismus singen, über sehr unkonventionelle Themen. Da gibt es ja auch eine jüngere Schlagerszene, die textlich nichts mehr mit dem zu tun hat, was vielleicht die Eltern, Großeltern gehört haben. Das wird auch sehr viel von Jüngeren gehört, ja. Und Fischer und Co. auch durchaus, weil die musikalisch halt doch ein bisschen anders ist als der klassische Schlager. Inhaltlich bei Helene Fischer sicherlich nicht, aber die hat durchaus auch jugendliche Fans. Ja, es gibt ein paar Statements. Es sind ein bisschen langer wert. Ich lese jetzt vor. Antonia schreibt, ich frage mich oft, ob der Deutschrap, den ja sehr viele Jugendliche hören, auch ein Statement, politisches Statement ist. Ich frage mich,
ob vor allem Mädchen da nicht reflektieren, welche Frauenbilder da vermittelt werden oder ob sie das sehr wohl tun, es ihnen egal ist und es darum geht, was? Und es ihnen egal ist und es darum geht, sich vor allem mit der derben Sprache von zum Beispiel Erwachsenen abzuheben. Also ich tue mir schwer zu verstehen, warum man vor allem als Mädchen diese Musik hört. Hast du eine Erklärung dazu, also dafür? Also sich abheben von Erwachsenen, sicherlich ist bei Rap ein ganz wichtiges Ding, also dieses provokative Element. Aber natürlich gibt es ja nicht nur, wie gesagt, Bushido und Co., es gibt ja auch guten Rap. Es gibt feministische Rapperinnen, es gibt ja ein ganz weites Spektrum. Rap ist ja auf gewisse Art inzwischen doch Mainstream geworden. Und es gibt alles von Nazi-Rap bis zu linksautonom. Und auch was Geschlechterbilder angeht, hat man das ganze Spektrum. Wenn ihr ein bisschen im Netz recherchiert, der eine von andere von euch kennt ja sicherlich auch die einschlägigen Seiten, vielleicht auch von Österreich, zum Beispiel von Rapperinnen oder Labels, kann die ja gerne auch reinstellen als Link. Da gibt es eine Menge, also ein ganz interessantes Spektrum. Es wird oft reduziert in der Öffentlichkeit so auf nur sexistisch, gewaltförmig und. Das ist es ja nicht. Was viele Rap-Fans vor allen Dingen sagen, ist eben, dass es real ist, dass es authentisch ist, dass es realistisch ist, dass es nicht nur so wie Schlager oder Disco sozusagen realitätsferner Müll ist, sondern eben wirklich auch die Realität des Lebens aufgreift. In jeder Art und Weise eben, welche, die wir mögen und welche, die wir nicht mögen, das ist klar. Aber Rap ist so vielfältig, dass man, glaube ich, Rap-Fans heute nicht mehr auf einen Nenner bringen kann oder sollte. Da gibt es auch viele sehr interessante Acts. Und wenn man Rap-Workshops macht, vor allen Dingen, wir haben das früher im Archiv der Jugendkultur noch mal gemacht, dann stellt man schnell fest, wenn die selber rappen sollen, die fangen alle an, so mit eben Bushido und Co., ne, so, wir sind alle die Obergangster. Und je mehr sie sich damit beschäftigen, desto mehr texten die plötzlich über ihr eigenes Leben. Und da zeigt sich die Stärke von Rap, dass man nämlich das eigene Leben ausdrücken kann, die Missstände im eigenen Umfeld, die Träume, die was auch immer. Und auch diese Fähigkeit hat natürlich Rap, die man im Bereich Rockmusik oder so oder erst recht elektronische Musik nicht so realisieren kann. Wir haben zum Beispiel gerade ein Buch, was jetzt in 14 Tagen erscheint, Zwischenwelten mit Gangway zusammen. Da sind Texte enthalten von Jugendlichen aus dem Knast. Und ein Teil der Jugendlichen haben Rap-Texte geschrieben. Und ich glaube, es gibt kein Genre, wo man so genau das eigene Leben beschreiben kann, die eigenen Ängste, die eigenen Träume, wie im Rap. Also es hat auch eine Qualität, egal ob uns jetzt, also mich zum Beispiel als alter Mann Rapmusik begeistert, eher nicht. Ich bin halt 70er Jahre Rock und Punk sozialisiert. Ich kann mit so Deutschlehrermusik nichts anfangen aus meiner subjektiven Sicht, aber objektiv gesehen ist das natürlich Quatsch. Rap hat ganz viele Facetten und auch sehr viel Spannende. Ja, ich schaue gerade den Chat durch und ja, bitte gerne ein paar Links. Klaus, wenn du dann irgendwie nachher noch was reinschreibst, freuen wir uns sehr. Und ansonsten wird gerade irgendwelche, es wird ein Link von kritisch-feministischen Rapperinnen aus Deutschland, wird gerade in den Chat rein gepostet. Ansonsten gibt es keine Fragen. Ah, na, die Laura schreibt noch, dass ihr auch gefallen ist, dass viele Jugendliche einfach zwischen 11 und 14 TikTok-Hits können sie in- und auswendig, aber Hits aus den 90ern kennen sie gar nicht. Ja? Oder ganz wenig, das ist eine Anmerkung einfach. Obwohl TikTok-Hits okay. Auch alte Hits sind aus den 90ern, die einfach nur neu wieder vertont worden sind. Gell? Ja, ja. Gibt es Fragen? Rein in den Chat. Gibt es Anmerkungen? Rein in den Chat. Es ist so ein riesengroßes Gebiet, gell? Das ist so offen, dass es dann manchmal ganz schwierig ist, dass man was fragen möchte, sagen möchte. Ich sehe Gesichter. Was gibt es für Fragen? Was ist bei euch im Jugendzentrum so los mit dem Jugendlichen? Was hören Sie? Welche Fragen habt ihr? Alles klar. Soll ich mich gleich so melden? Jetzt ja, sicher. bei uns wird schon hauptsächlich Deutschrap gehört und was halt gerade in ist. Und das wird dann auch tot gehört, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich glaube, wir als Betreuer kennen es auch auswendig. Aber das ist okay. Das ist,
man geht mit der Zeit, also die Jugendlichen gehen mit der Zeit, das ist in Ordnung. Wir sind froh, wenn wir es zu Hause nicht hören müssen, wenn es nicht unser Geschmack ist. Aber na, das ist okay so. Also es ist okay, dass sie nichts Altes hören. Es ist okay, dass sie TikTok-Lieder auswendig können und die mitsingen. Das passt genau, das soll so sein. Das war bei uns genauso. Wir sind auch vielleicht mit der Zeit gegangen und haben das gehört, was für uns passt hat. Oder immer, wenn man persönlich eher Interesse bei älteren Sachen gehabt hat, dann hat man das gehört. Also Musik ist so vielfältig und das ist schön, finde ich. Also ich höre es mir gerne an. Bei uns wird auch zum Beispiel viel Volksmusik gehört, also jetzt nicht österreichische, sondern zum Beispiel tschetschenische. Auf das sind sie ganz stolz, das zeigen sie uns gerne und das finde ich total spannend und das ist das Schönste, wenn sie uns das zeigen, finde ich, weil es ein Teil ihrer Kultur, ihres Lebens ist und wenn sie das mit uns teilen, das ist wirklich cool. Also da. Ich meine, was ja oft der Fehler ist, so von älteren Generationen ist, dass man einerseits hat man früher selber ja auch eine Musik gehört, die die eigenen Eltern nicht mochten. Und vielleicht hat man sie auch deshalb nur gehört. Also gerade der Bruch bei uns, bei noch Älteren, ist so der Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration und dann Rockmusik und 60er-Jahre-Musik war ja extrem. Der nächste Bruch war Techno. Den haben schon wieder die 60er-Jahre-Rocker nicht verstanden, wie Musik ohne Text geht doch gar nicht. Jetzt hat man langsam alle Bob Dylan-Texte auswendig gelernt und nun braucht man sie nicht mehr. Und Hip-Hop war dann nochmal der nächste Bruch, weil plötzlich die Texte alles andere als korrekt waren und Hip-Hop-Musik ohne Gitarre und nur und wie auch immer, das gab es dann wirklich ein ästhetisch-kultureller Generationenbruch. Und was ältere Leute immer vergessen, ist natürlich, dass sie eben auch Musik gehört haben, auch vielleicht deshalb gerade, weil die Alten die nicht gut fanden und wie schräg die Alten auf unsere eigene Musik reagiert haben. Und das vergisst man heute oft im Umgang mit Jugendlichen, weil man das eigene subjektive Empfinden, den eigenen Geschmack objektiviert und sagt, Rockmusik ist die progressivste Musik überhaupt. Und oder wie auch immer, ist ja, das haben ja heute viele so, das Gefühl, dass Rockmusik so extrem progressiv war, was ja so auch nicht stimmt. Das heißt, die eigene Lebenserfahrung wird plötzlich zum Maßstab. Da muss man aufpassen und akzeptieren, dass Jugendliche andere Lebenserfahrungen haben und dass die Maßstäbe, die wir selber haben, was gute Musik ist, für Jugendliche überhaupt nicht gelten und auch nicht gelten müssen. Das heißt, man muss Jugendliche, wenn die eine Musik hören, schlicht selber fragen, warum hörst du diese Musik? Das finde ich immer so spannend. Was sagt die Musik dir? Und das muss nicht mit dem übereinstimmen, was wir selber denken vielleicht, weil wir eine Musik, wenn wir die hören, egal ob das nun Rap ist oder irgendwelche Deutschrock-Sachen oder sonst was, oft ganz anders interpretieren und dort Motive vermuten, die bei Jugendlichen gar nicht da sind. Also ich empfehle immer, Jugendliche selber fragen, warum hören sie eine bestimmte Musik? Ich glaube, das ist sehr lehrreich auch für andere und das führt dazu, dass man nicht vorschnell Sachen verurteilt. Dass die Musik, die Jugendliche hören, in der Regel von uns Alten nicht gerne gehört wird, ist selbstverständlich. Das wäre auch komisch. Wenn wir die Musik gut fänden, die Jugendliche heute lieben würden, dann wäre irgendwas falsch. Die Bettina fragt, werden die Gruppen der Migranten auch schon als eigene Jugendkulturszene geführt? Naja, eigentlich nicht. Also der Migranten sowieso nicht. Also es gibt ja 150 Herkunftsländer und wie auch immer. Also es gibt sicherlich eigene Jugendkulturen, Subkulturen, wie auch immer, von bestimmten Jugendlichen, meinetwegen von türkischstämmigen, von arabischen Jugendlichen und so weiter, von tschetschenischen, die natürlich ihre eigene Community, ihre eigenen Cliquen haben. Oft sagt das natürlich viel über die Offenheit der Mehrheitsgesellschaft aus, dass man sich in eigenen, in kleineren Cliquen zurückziehen muss, ob man will oder nicht. Hat auch was mit Sprache zu tun, natürlich mit Heimatgefühlen, eigener Musik, Beispiel Volksmusik haben wir gerade schon gehört. Aber die migrantische Jugendkultur als solche, würde ich sagen, gibt es nicht. Das ist zu einfach. Dazu sind Menschen einfach zu unterschiedlich. Also die Österreicher, die gerade in Berlin leben, würde ich auch nicht als migrantische Jugendkultur pauschal beurteilen. Das ist immer alles sehr subjektiv. Da muss man auch schon genauer hingucken. Und es unterscheidet sich auch zwischen den Geschlechtern, zwischen den Altersgruppen wieder. Es unterscheidet sich, ob die Menschen schon zum Beispiel hier im Land aufgewachsen sind oder erst, sagen wir mal, seit 2015, 2016 gekommen sind und so weiter. Der Grad der Integration, also berufliche Perspektive, Schule, also was spielt eine Rolle.
Ich glaube, das ist differenzierter, als man oft glaubt oder haben möchte. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Wolltest du noch was sagen dazu? Nee, ich lese nur gerade die neuen Fragen, deswegen, die du wahrscheinlich gerade vorlesen wolltest. Alles Musik klar. Als Konsumgut. Musik war immer schon Konsumgut. Also auch in den 60er, 70er Jahren haben die meisten Musik konsumiert und ich selber zur Gitarre gegriffen. Musik ist immer Konsumgut auch. Wie weit man das dann interaktiv selber bearbeitet, für sich nutzt, eben zur Identitätsfindung, wie auch immer, ist eine andere Geschichte. Aber für einen Großteil der Menschen ist Musik wie alles andere auch Konsumgut, weil wir natürlich in einer Konsumgesellschaft leben. Wenn wir selber alles selber machen würden, würde diese Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Ob schlecht ist, eine andere Frage. Was sich ein bisschen geändert hat, ist natürlich, dass durch die neuen Medien, also wie unsere Bundeskanzlerin immer sagt, dass durch die Digitalisierung auch von Musik natürlich auch so eine Art Demokratisierung stattgefunden hat. Also eine Rockband zu gründen, bedurfte eben Voraussetzungen wie Gitarre, Schlagzeug, Instrumente, drei Mitmusiker. Techno und Rap kann jeder machen. Rap kann jeder machen, der über die Straße läuft, kann anfangen zu rappen, er braucht keine Technik und so weiter, muss nur wollen. Und dadurch sind, und auch natürlich im Bereich Social Media, also im Medienbereich generell, sind natürlich Millionen Jugendliche heute aktiv unterwegs. Also früher konnte man allenfalls eine Schülerzeitung machen oder so. Und heute hat jeder seine eigenen Seiten im Netz. Das heißt, viel mehr Jugendliche heute auch sind aktiv medienschaffend und auch aktiv musikproduzierend. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, im elektronischen Bereich, wie viele junge Leute da unterwegs sind, irgendwelche Soundtracks ins Netz stellen, auf einschlägige Plattformen stellen, genauso wie Computerspiele und animierte Filme und so. Das hat deutlich zugenommen gegenüber den bis in die 80er, frühen 90er Jahre hinein. Aber für die Mehrzahl der Leute ist Musik natürlich, wie alle Medien, ist es Konsum, klar. Soll ich dir vorlesen, Klaus, die nächste Frage? Oder ja, möchtest ruhig. Du selbst? Alle, dann kriegen es alle mit, vor allen Dingen. Alles klar. Gibt es im ländlichen und städtischen Bereich Unterschiede, welchen Stellenwert Musik für Jugendliche hat, beziehungsweise welche Musikszenen vorrangig sind? Also nicht wirklich, nicht pauschal, von Region zu Region unterschiedlich. Also zum Beispiel in Österreich, also ich weiß es zumindest aus Vorarlberg, bei euch in der Gegend kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, also in ländlichen Regionen ist zum Beispiel der Metal-Bereich sehr stark. Während so Punk und so eher weniger repräsentiert ist. Das hat aber, glaube ich, eher was mit Regionen zu tun und nicht im ganzen Land, was gerade dominant ist. Hängt ja auch davon ab, wo gibt es eine starke Band, wo gibt es eine Jugendarbeit, die ein bestimmte Musikgenre fördert, wo nicht, wo darf man sein, wo nicht. Also generell kann man nicht von Unterschieden sprechen zwischen Stadt und Land oder immer weniger Unterschieden, weil natürlich alle Jugendlichen im Netz unterwegs sind. Das heißt, hat man früher irgendwo in einem Ort mitbekommen, da gibt es überhaupt ein Genre und da kann man was mit anfangen. Und drei Dörfer weiter oder Städte weiter wusste man noch gar nichts davon. So ist das heute ja alles gleich. Also wenn irgendwo in Australien eine Band einen neuen Song aufnimmt, dann kriegt den ja jeder, der will, mit, weltweit. Und das hat die Unterschiede natürlich ein bisschen eingeebnet. Das heißt generell, nicht nur im Musikbereich, sind die Stadt-Land-Unterschiede noch gegenüber den 90er Jahren deutlich geschrumpft. Und man kann nicht mehr so eindeutig von Unterschieden reden. Der einzige Unterschied ist natürlich, in einer Großstadt können die Szenen sich bilden, also können halt auch vor Ort sich viele Leute zusammenfinden. Im Dorf da mit einem Punk und zwei Hip-Hopern hat man nicht wirklich eine Szene. Es gibt ein langes Statement vom Chris. Chris, möchtest du das vielleicht gleich persönlich fragen oder möchtest du, dass ich es vorlese? Chris, wenn du möchtest, kannst du dein Mikro entmuten. Ich glaube, er bin nicht. Aber ich kann es ja auch zusammenfassen. Also es geht darum eben, ob bei Deutschrap vor allen Dingen, ob es dann wirklich um die konkreten Texte einzelner Songs geht oder um das Genre an sich. Ja, denke ich auch, es geht um das Genre an sich. Also eben um dieses Image, muss man sagen, das ist sehr authentisch. Die berichten alle über ihr eigenes Leben, die haben eine schwere Biografie gehabt, Gewalterfahrung, Drogen und. Das sind diese typischen Mythen, die es ja so gibt, gerade im Gangster-Rap. Dieses Image schlägt durch. Egal, auch bei denen, die es nicht mögen, also selbst auch bei feministischem Rap ist dieses immer dasselbe natürlich, dass man den Anspruch hat, real zu sein, aus dem realen Leben zu berichten, kein Kunstgenre zu sein,
sondern eben Realität zu vermitteln. Das ist viel wichtiger als die einzelnen Texte. Das merkt man schon. Also auch wenn man mit Jugendlichen diskutiert und wirklich dann ins Gespräch kommt über einzelne Texte, stellt man fest, die kennen die gar nicht so genau oder haben die gar nicht verstanden oder interessieren sich nicht dafür, sondern es geht darum, für was steht dieser Künstler eigentlich? Das ist so eine allgemeine Identität. Das hat zugenommen, das war schon immer so. Also ich meine, wie viele Leute waren schon vor Jahrzehnten Rolling Stones Fans, weil Rolling Stones ja irgendwie eine progressive Band sind und überhaupt, und die offensichtlich die Texte auch nicht wirklich so gelesen haben, also in vielen Fällen zumindest. Ich glaube, das war immer bei jüngeren Leuten schon so. Es geht nie so um ganz konkrete Texte. Ausnahmen sind so ein bisschen Deutschrock-Fans, die sezieren die Texte ihrer Lieblingsbands, Onkels und so natürlich absolut. Aber bei den meisten Genres geht es eher um das große Image, um die große Identität und nicht um einzelne Songzeilen. Das ist bei Rap, glaube ich, sogar sehr stark. Und auch Mädchen, das war ja auch noch eine Frage, warum viele Mädchen finden Inhalte gut, die eigentlich, kann man ja sogar sagen, sexistisch sind oder gegen ihre Interessen. Ja, das gibt's auch. Das fanden wir sehr interessant manchmal. Wir haben mal Konzerte besucht von solchen Bands, die ganz absurd sexistisch und blöd waren. Und dort sie feiernde Mädchen hatten. Und die haben dann oft so argumentiert im Gespräch gesagt, ja, natürlich wissen wir das. Und aber das ist gerade provokativ. Wenn ich als Mädchen mich genauso ausdrücke und so provoziere und so, das widerspricht ja, die haben es in anderen Worten formuliert, natürlich völlig den Rollenerwartungen, die an mich sind. Und sagen aber dann oft, aber wenn mein Freund, mein persönlicher Freund sich so verhält wie der Musiker auf der Bühne, dann schieße ich ihn ab. Also gerade jüngere Leute können sehr gut unterscheiden zwischen Image, zwischen Musik, zwischen Show und Realität. Es fällt älteren Menschen schwierig, vor allen Dingen so in den 70er, 80er Jahren Sozialisierten, weil da noch so eine 1-zu-1-Identität galt. Also man hat dann ein T-Shirt getragen, wo drauf stand, ich bin gegen Atomkraftwerke oder so. Und zwar möglichst ironiefrei, damit jeder sofort merkt, wofür ich stehe. Das hat sich gewandelt. Heutzutage sind Ironie, Brüche, was im Hip-Hop mal so Double Speech heißt, also man sagt oft das Gegenteil von dem, was man meint und so, ganz wichtig bei Jugendlichen. Und sie unterscheiden sehr stark auch zwischen Show und Image und der Realität. Also insofern haben auch die übelsten sexistischen Bands kurioserweise durchaus auch weibliche Fans. Ja, wenn Sie Fragen habt, bitte fragt sie rein in den Chat. Oder einfach euer Mikrofon einschalten. Sabrina schreibt, ich habe schon lange Interesse an asiatischer Popmusik, zum Beispiel aus Japan, Korea. In den letzten Jahren habe ich den Eindruck bekommen, dass mehr Jugendliche damit in den Kontakt kommen und die Art von Musik kennen. Wahrscheinlich auch durch das Netz, TikTok etc. Ist das nur mein Eindruck oder kannst du das bestätigen? Ja, man sieht ja, dass diese ganze Visual Key Cosplayer-Szene und sowas alles boomt. Man erlebt es ja immer, zum Beispiel in Deutschland bei den Buchmessen, da haben die ja immer eigene Abteilungen. Bei der Leipziger Buchmesse im Mai kann man es wieder sehen, wo dann tausende von kostümierten Kids rumlaufen, Anime-orientiert und wie auch immer, oder Manga-orientiert früher. Und da hat, das hat natürlich auch die Musik vorgespielt. Also ich sehe, wenn ich hier bei mir um die Ecke in so einer Konzerthalle vorbeikomme, wo oft da japanische Popbands auftreten, so aus diesem Genre, dann sitzen da morgens um 6 schon hunderte von Jugendlichen vor der Halle, nur damit sie abends um 8 vielleicht in der ersten Reihe stehen oder mitkriegen, wenn die Musiker anreisen, in die Halle kommen, dass sie die kurz ansprechen können oder so. Also das ist schon ein sehr spannendes und ich denke auch immer noch wachsendes Genre, auch weil es eben ein Spiel mit Identitäten ist, weil es ein Spiel mit, denke ich, mit Androgynität ist. Das ist für viele Jugendliche, man muss nur die Bravo lesen, ein hochspannendes Teil eigentlich. Also wenn, dann haben überhaupt Jugendliche dieses Spiel der geschlechtlichen Identität inzwischen sehr für sich entdeckt. Das ist ein Moment auch, wo man selber sehr viel machen kann, also sich kostümieren, verkleiden, in Rollen schlüpfen und so, alles, was für Jugendliche natürlich spannend ist. Und diese Szene, wenn man jetzt nicht nur die Musikfans, sondern diese Szene nimmt, ist eine der ganz, ganz wenigen, die von Mädchen dominiert ist.
Und das ist natürlich auch nochmal spannend für diese, dass sie auch dort sich nochmal ausleben können und was machen können. Denn die meisten Jugendkulturen sind ja klassische Jungen- und Männerkulturen. Ja, die Sabine schreibt, bei den Beatles war anstellend schon ein Thema. Ne? Ja. Haben wir uns nicht alle irgendwo einmal angestellt? Gibt's euch mal, man denkt es mal nach, sicher auch noch, oder? Bei irgendwelchen Konzerten. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, rein in den Chat. Bitte, wir freuen uns drauf. Meine Anmerkung sonst dabei, bis eine kommt. Ah, es kommt schon, warte ich. Ich erlebe gerade bei jungen Mädchen einen Boom der Anime-Musik. Ja, das war nochmal Bestätigung. Naja, das genau. Merken wir ja auch. Also subjektiv natürlich, aber man bekommt es mit bei Konzerten, wenn man also schlicht einfach mit dem Bus vorbeifährt bei der Halle. Ich habe Glück, bei mir in der Nähe ist eine. Aber man merkt es auch, wenn man sich zum Beispiel sowas wie Bravo ansieht, wie viel die darüber berichten und wie viele Seiten es im Netz auch gibt. Also von sehr jungen Leuten, die genau das auch zum Fokus und zum Thema haben. Das ist ja eine reine Netzkultur, anders als klassische Jugendkulturen, was weiß ich, wie Punk und Metal und Skinheads und so, die ja alle ihre Fanzines hatten, ihre Hefte, ihre Treffen im Jugendclubs und so, ist ja diese Kultur eine, die fast nur online stattfindet. Und da gibt es wirklich eine ganze Inflation von Seiten, von Blogs, von Menschen, die da, also Jüngeren, die da extrem viel diskutieren, Musik hören, selber witzige Sachen produzieren, kleine Filmchen, Comics und was auch immer. Ich habe meine Frage jetzt vergessen. Aber es kommt schon die nächste. Die Nicole schreibt, lesen eigentlich noch viele Jugendliche die Bravo oder wird das durch die sozialen Medien weniger merklich? Ja, nicht mehr so viele. Also Bravo hat zu Spitzenzeiten noch bis in die 90er Jahre hinein eine Druckauflage von weit über 1 Million, teilweise über 2 Millionen gehabt. Ganz hoch sogar bis zu 5 Millionen in früheren Jahren. Inzwischen verkaufen die Woche für Woche so gerade noch knapp 200.000 Exemplare. Damit ist Bravo immer noch das größte Jugendmagazin, weil die alle in der Auflagen gesunken sind. Aber die haben ein Problem. Das Hauptproblem ist natürlich, dass es viel Konkurrenz gibt. Also früher gab es ja nur die Bravo. Man hatte eigentlich nichts anderes. Und für Sportfans vielleicht noch den Kicker. Und das war's. Und inzwischen gibt es ja 80, 90, 100 Magazine am Kiosk auch für jedes, also schon im Printbereich, für jedes musikalische Interesse. Also es gibt zum Beispiel in Deutschland gerade 5 große Heavy-Metal-Magazine zum Beispiel und vieles andere. Und dann teilt sich es natürlich. Und Bravo war ja überwiegend ein Magazin, was auch jüngere Mädchen gelesen haben, 11 bis 14, 15-Jährige. Und für die gibt es ja nun eigene Konkurrenz. Sogar Bravo Girl gibt es noch dazu, Mädchen und viele andere. Das heißt, auch speziell für die Zielgruppe gibt es besonders viele Magazine, die sich selber dann sozusagen Konkurrenz machen. Zweitens ist Bravo ein Generalist, eben kein Genre-Magazin. Also wer ein großes Interesse an einem Thema hat, ob er nun Gamer ist oder Hip-Hop-Fan oder was weiß ich was, der findet Special-Interest-Magazine. Aber Bravo versucht ja alles irgendwie zu bedienen. Und das findet man heutzutage im Netz natürlich viel besser. Und da braucht man eigentlich so ein Special-Interest-Magazin nicht mehr. Und außerdem sind die gerade sehr konservativ geworden, letzten 2, 3 Jahre. Das heißt, sie sind auch nicht mehr so eindeutig auf der Seite der Mädchen eigentlich. Vor allen Dingen der jüngeren Mädchen. Sie sind nicht mehr so parteilich, sie sind weniger engagiert. Sie haben immer noch diese Leitmedien, gerade kurioserweise mit der jüngsten Chefredakteurin, die sie ja je hatten, eingestellt haben, die aber aus dem Boulevard kommt. Und das merkt man auch. Also das Prinzip ist immer stärker, Boulevard für Jugendliche zu machen. Das funktioniert nicht wirklich. Und ganz strikt Politik außen raus vorzulassen. Man greift nur politische Themen auf, wo man aus eigenen Untersuchungen weiß, dass das mindestens 90% der Bravo-Leser auch so sehen. Also Veganismus, ab und zu gegen Rassismus, aber auf so sehr unverbindliche Art. Alles andere hält man raus. Und das erwarten Jugendliche heute eigentlich nicht. Sie erwarten auch gerade zu den Themen eine klare Position und so weiter.
Und da ist Bravo einfach nicht mehr ganz zeitgemäß, muss man sagen. Und der Online-Auftritt von Bravo ist ja wirklich unter aller Sau. Also das ist generell ein Problem des Bauer Verlags. Die kriegen sowas nie auf die Reihe. Der ist sehr schlecht. Da gibt es ganz viel bessere Konkurrenz. Und deswegen ist Bravo heute nicht mehr wirklich so bedeutend. Die wollten ja sogar Dr. Sommer abschaffen, den mehr Leute kennen als die Bravo an sich. Das sagt ja eigentlich genug über die Kompetenz dort im Hause. Was gibt es denn Dr. Sommer jetzt nicht mehr, oder was? Ist der vorbei? Also als ich letztes Mal so ein Heft hatte, vom halben Jahr oder so, da gab es ja noch, wobei es ja nicht Dr. Sommer, der ist ja verstorben, das ist ja ein Dr. Sommer-Team schon seit langem. Aber diese Einrichtung, damals gab es sie noch. Ich weiß nicht, jemand von euch hat vielleicht die Bravo dieser Woche gelesen, weiß, ob es noch gibt. Obwohl, das ist ja immer das Problem, keiner liest die Bravo. Nur heimlich, jeder kennt genau. Dr. Sommer und keiner liest sie. Schon bei Jugendlichen so. Aber wie gesagt, die haben es nicht geschafft, sozusagen ins 21. Jahrhundert zu kommen, muss man schlicht so sagen. Die stellen die Bravo natürlich nur nicht ein, weil das eine zentrale Marke ist, auch marketingmäßig, Anzeigen und so. Und Bravo gibt es ja in zig Ländern in Übersetzungen und deswegen bringt man Bravo eben weiterhin auf den Markt, obwohl die als Printheft gar nicht mehr so lukrativ ist. Bravo TV ist ja auch gnadenlos dreimal gescheitert. Also insofern ist es nicht mehr so bedeutend, wie es noch vor 20, 30 Jahren war. Den Starschnitt hatten die sogar abgeschafft. Also wie kann man auf so eine Idee kommen, dass Leute meinen, ach, das interessiert Jugendliche heute auch gar nicht mehr. Haben sie dann schnell gemerkt, dass das falsch ist und haben den wieder eingeführt. Also die Helene sagt, es gibt online den Dr. Sommer noch. Gell? Und aufmerksame Leserinnen lesen bei uns Rennbahn Express. Ja, ist ja schon genauso alt, fast wie die Bravo. Naja, nicht ganz, glaube ich. Ne? Aber Bravo gibt es seit 1956, aber Rennbahn Express gibt es auch schon ewig lange. Ich habe aber schon 2, 3 Jahre keinen mehr gelesen. Ich weiß nicht, wie der sich entwickelt hat, ob er das geschafft hat, aktueller zu werden. Wobei Rennbahn Express ja immer ein bisschen ältere Jugendliche schon, wenn ich das recht in Erinnerung habe, angesprochen hat. Und nicht so sehr die 11-, 12-, 13-, 14-Jährigen. Gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder? Rennbahn Express können wir jetzt nicht sagen. Aber es gibt noch eine Frage, und zwar von Philipp. Ist Anime-Musik sowas wie Visual K oder geht es da um die Soundtracks zu Animes? Er fragt für einen Freund. Na, das Animes sind ja die Comics und Visual sind einfach nur die Gesamtkultur, also Kostüme, Comics, Filme und so weiter. Und dazu Cosplay, eben diese ganzen Geschichten, das sind verschiedene Begriffe, zu der halt die Musik passt. Die Musik, die ja im Kern, kann man natürlich immer sagen, aus Japan kommt, ist ja heute nicht mehr ganz so. Und das meint eigentlich Anime, wird es oft als Anime-Musik bezeichnet, aber eigentlich ist im Kern war ja Anime eigentlich nur, sind die Comics ja nur gemeint gewesen. Aber die Begriffe werden, glaube ich, für die Szene immer synonym benutzt. Also früher hat man immer von Cosplay gesprochen und vorausgesetzt, dass die auch dann alle dieselbe Musik hören. Das wandelt sich, glaube ich, immer so ein bisschen. Oder Visual Kei war auch mal ein Begriff, der heute gar nicht mehr so richtig, glaube ich, genutzt wird. Und Jugendliche erfinden ja selber, glaube ich, immer andere Bezeichnungen, wenn sie überhaupt welche brauchen. Genau, wenn ihr Fragen habt, rein in den Chat. Wahnsinnswissen hast du, Klaus, so umfassend. Wow. Finde ja. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, rein in den Chat oder ihr macht euer Mikro einfach an und fragt es noch. Ein bisschen haben wir noch. Wir haben noch 9 Minuten. Also die letzten 9 Minuten noch. Noch Teil 2 wäre toll. Sabine, dann frag jetzt, Teil 1 ist dran. Ja? Also, wenn du Fragen hast, einfach Mikro auf oder natürlich wäre Teil 2 super. Ich merke es mir. Aber wenn es jetzt schon keine Fragen mehr gibt, brauchen wir ja keinen zweiten Teil. Na? Revival der Schallplatte, deine Meinung dazu von der Sieglinde? Ja, naja, das zeigt, dass oft Medien schon frühzeitig totgesagt werden und dass die dann doch nicht sind. Also ich glaube zwar nicht, dass die CD je ein Revival erleben wird, weil es von Anfang an eigentlich ein missratenes Medium war, schon soundtechnisch natürlich mit Vinyl gar nicht mithalten konnte.
Aber praktisch natürlich war das hauptsächlich, das braucht man heute nur noch zum Teil, weil Downloads ja noch praktischer sind. Dass Vinyl wiedergekommen ist, habe ich ein bisschen eigentlich schon mit gerechnet, weil natürlich das so ästhetisch, haptisch was ganz anderes ist als Download. Es ist natürlich immer nur bei einer Minderheit so, klar, die meisten machen Downloads, aber immerhin legt ein Großteil der Bands inzwischen, der Musiker, die vor allen Dingen auch nicht nur ein ganz junges Publikum ansprechen wollen, produzieren heute wieder Vinyl, also und zwar nicht nur im Punk-Bereich oder so. Und auch markttechnisch ist das durchaus eine spannende Dimension geworden. Also es eröffnen hier wieder neue Vinylwerke. Also schon eine interessante Geschichte, interessantes Revival. Ich glaube nicht, dass das ein dominantes Technik wieder wird, weil die wirklich relativ unpraktisch ist natürlich. Aber sie wird wahrscheinlich vor allen Dingen kulturell gesehen sich langfristig immer noch halten werden. Und spannend, man merkt es auf so Flohmärkten, wo plötzlich wieder viel mehr junge Leute auch sich rumtreiben und eben auf diesen ganzen Vinylständen irgendwas suchen, was eine Zeit lang gar nicht der Fall war, die offensichtlich zum Vinyl zurückgekehrt sind. Und es hat natürlich was Kultiges sozusagen. Aber ich bin gespannt, ob auch mehr DJs wieder anfangen, auf Vinyl anzulegen. Das wäre natürlich nochmal ein interessantes Revival. Ich bin ja immer entsetzt manchmal oder wie auch immer, wenn man irgendwo einen DJ erlebt und das alles, was er an Technik, an Sound bei hat, kriegt er sozusagen in seine Handtasche, weil er mehr nicht mehr braucht heutzutage und hat dann da 30.000 Titel. Für ältere Leute war natürlich Vinyl da schon was ganz anderes. Also ich glaube, dass es noch, dass sich das langfristig jetzt halten wird, aber nicht für die Mehrheit der Leute, weil es macht ja auch nur Sinn, gerade das Album, wenn man überhaupt von einem Musiker ein ganzes Album hören will. Was heute dominiert, sind ja eher so diese One-Song-Geschichten, also von diesen ganzen Deutschland sucht und Voice of Germany und sonst was. Da sind ja nicht so viele Musiker und Musikerinnen dabei, wo man gleich ein ganzes Album hören möchte, oder? Und das geht auch Jugendlichen so, die ganz begeistert sind, aber denen auch in der Regel dann zwei Songs reichen. Ein Statement vom Alex. Und zwar finde ich sehr wichtig, was du vorher gesagt hast. In vielen Musikszenen geht es um Show, Provokation und Überzeichnung. Das macht Subkulturen aus. Das Spiel mit Fiktion und Überzeichnung. Inhalte und Image werden immer wieder überbewertet, aber auch zu wenig reflektiert. Sowohl von Erwachsenen als auch von den Jüngeren. Ja. Ja? Keine Frage. Kann ich nur zustimmen. Hallo Alex. Hallo Klaus. Ich meine, warum schließt man sich einer Jugendkultur an, vor allen Dingen einer extrovertierten? Wenn man in Anführungszeichen so langweilig leben will wie davor, macht es ja keinen Sinn. Man will ja damit zeigen, dass man anders ist als der langweilige Rest der Welt. Bei den extrovertierten Jugendkulturen, also Punk und was weiß ich was, wo es also auch optisch klar ist. Also geht es natürlich immer auch um Provokation. Anders macht das ja keinen Sinn, um sich über Provokation auch darzustellen als jemand, der besonders ist im Vergleich zu euch langweiligen anderen sozusagen. Deswegen ist es naheliegend, dass Provokation immer dazugehört zu vielen Jugendkulturen, natürlich nicht zu allen. Ja, ich will jetzt nicht die Büchse der Pandora aufmachen, weil ich könnte jetzt schon noch Sachen fragen, aber ich glaube, dann sitzt man nur 3 Stunden da. Ich hätte super Fragen, aber na, ich lasse es für Teil 2 möglicherweise. weil sonst hören wir nicht auf, ich bin mir jetzt sicher. Es ist bei mir, wie spät ist es? Es ist nur 5 Minuten oder 4 Minuten, habt ihr noch Zeit. Niki schreibt noch, passt es hier zum Thema, dass auch die Musiker an sich ihre Erfolge heute eher kurzfristig aufbauen und es weniger Bands gibt, die sich auch langfristig aufbauen? Ja, wobei ich mich frage, ob das an den Bands liegt, natürlich, weil noch bis in die 80er Jahre hinein haben Plattenfirmen in der Regel mindestens Albumverträge unterschrieben. Also mindestens ein Album, mehrere Singles oder 2 Alben. Oder viele Bands, man kennt ja auch die Skandale, die sich daran rangen, dass sich Bands gleich 10 Jahre verpflichten mussten, alle Alben bei der Plattenfirma herauszubringen, was schlecht und gut ist. Heutzutage schließen Plattenfirmen meistens nur Singleverträge ab.
über einzelne Songs. Und wenn das nicht gleich knallt, dann ist die Band wieder weg. Das heißt, die Rahmenbedingungen stimmen oft nicht für Künstler und Künstlerinnen, sich langfristig irgendwie aufzubauen, weil sie gar keine entsprechenden Verträge haben, weil sie keine Förderung haben langfristig, weil insgesamt alles natürlich schnelllebiger geworden ist. Das gilt ja nicht nur für Musik, das gilt auch für, ja, für Fernsehproduktionen. Eine normale Staffel zum Beispiel hat, na gut, durch Netflix und Co. sind Staffeln ja schon ein bisschen länger geworden, 8 oder 12 Folgen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sonst hat man manchmal 6 Folgen nur gehabt. Während früher so Serien, was weiß ich, die wir noch alle kennen, so Star Trek oder Bonanza oder sonst was, da haben die gleich 48 Folgen am Stück geplant und wenn die nicht gelaufen werden, Pech. Und das funktioniert heute ja nicht. Wenn irgendeine neue Staffel nach wenigen Folgen nicht funktioniert, dann ist sie gleich abgesetzt. Also alles ist schneller, kurzlebiger und Künstler und Künstlerinnen sitzen ganz unten in der Nahrungskette. Wie sollen sie langfristig planen, aufbauen, wenn sie keine Verträge bekommen für Veröffentlichungen, wenn die Live-Struktur in weiten Teilen zusammengebrochen ist, es weniger Auftrittsmöglichkeiten gibt, es schwieriger geworden ist, das Publikum zu finden, weil natürlich wir alle mehr zu Hause sitzen und Netflix gucken und uns Konzerte auf YouTube ansehen als live und es viel Konkurrenz gibt sozusagen zum Live-Geschehen. Deswegen ist es gerade für Musiker und Musikerinnen, aber auch für Autoren und Autorinnen wesentlich schwieriger, langfristig zu planen, muss man einfach sagen, egal was sie nun künstlerisch oder ästhetisch wollen. Ja, was kannst du als abschließende Frage, ich glaube, sonst überziehen wir, das wollen wir ja nicht. Was können wir in einem Jugendzentrum oder in Einrichtungen, die mit Jugendlichen arbeiten, was können wir tun, dass man die Jugendkulturen stärkt? Das heißt, Proberäume ermöglichen, wenn es geht, oder? Das hast du vorher gesagt. Zulassen, anhören, miteinander quatschen, was gibt es noch für Tipps noch schnell, die letzten, bevor wir uns verabschieden. Also ich glaube wirklich ganz praktisch, wenn wir Musik reden, ist Proberäume und Übungsräume jeglicher Art wirklich ein ganz zentraler Punkt. Egal, wo man hinkommt, ist immer ein Riesenmangel. Also wenn es da Möglichkeiten gibt, natürlich, und dann als nächstes natürlich Auftrittsmöglichkeiten, klar. Und generell glaube ich für die offene Jugendarbeit natürlich Freiräume. Jugendliche haben ja immer weniger Freiräume heutzutage. Also es findet ja eine Verdrängung statt, nicht nur in Großstädten von Jugendlichen, auch von Jugendkulturen, die immer in vielen Ortschaften weniger gerne gesehen werden auf den Straßen und so weiter. Und viele Jugendliche, auch Jüngere, klagen, dass es immer weniger Freiräume gibt, wo sie einfach nur sein dürfen. Das heißt auch, ohne pädagogische Projekte erfüllen zu müssen oder so, wo sie einfach nur sein dürfen und wo, wenn nicht in offenen Jugendtreffs, in der offenen Jugendarbeit. Also ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt sein, wo das Jugendliche Freiräume haben, face-to-face treffen können und überhaupt wieder Ideen entwickeln können, miteinander was machen können und so weiter, ist wahrscheinlich der zentrale Punkt. Und generell sozusagen die Toleranz gegenüber Jugendlichen wieder ein bisschen auszudehnen, die hat ja deutlich gelitten. Die Toleranz gegenüber Jugendlichen ist immer geringer geworden in den letzten Jahren in vielen Regionen. Es herrscht eine große Misstrauenskultur der Erwachsenengesellschaft den Jugendlichen gegenüber. Und da hat offene Jugendarbeit natürlich eine Riesenchance, auch eine Möglichkeit zu versuchen, das langsam wieder auszudehnen, dass Jugendliche halt wieder mehr Freiräume hat und weniger vorverurteilt werden, dass man genauer hinhört und hinsieht, was sie eigentlich wollen und natürlich Jugendliche selbst auch fragt, was sie wollen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich weiß neulich in einem Ort, die haben ein Jugendzentrum geplant, die hatten viele Mittel, die kleine reiche Gemeinde und nur hatten sie nicht so richtig die Idee, die Jugendlichen zu fragen, was die eigentlich wollen. Das ist, glaube ich, nicht mal so untypisch. Das gilt für viele Vereine auch, die Jugendtage machen und gar nicht fragen, wie das Programm auf der Bühne dann aussehen soll. Zumindest nicht Jugendliche. Da überlegen sich dann die alten Männer im Vorstand, welche Musik denn die Jugendlichen wahrscheinlich cool finden. Ja, danke sehr. Ich glaube, wir könnten echt nur ewig quatschen. Alex schreibt noch irgendwas. Passendes Zitat von Klaus zum aktuellen Gesagten. Die Stärkung bunter Gegenkulturen ist das beste Mittel gegen antidemokratische Kräfte. Sprich, es braucht dringend den Ausbau von offener Jugendarbeit.
Gut, meine Lieben, wenn ihr noch ein Feedback schreiben wollt an den Klaus, rein in den Chat. Ansonsten danke, dass ihr da wart. Die Stunde ist voll schnell vergangen. Und ja, Teil 2 machen wir in echt wieder im richtigen Leben. Also nicht im richtigen Leben, aber im analogen. Das wäre doch viel schöner. Und wer Fragen hat, kann das ja, wie gesagt, bei YouTube reinschreiben. Ich kann mir das ja näher angucken, wenn es online ist. Außerdem hast du ja am Anfang gesagt, mich erwischt man ja auch mal auf Facebook oder so. Genau. Da kann man auch jegliche Fragen reinschreiben. Und meine Mail steht eigentlich auch überall im Netz. Ja, danke, dass ihr da wart. Und danke, Klaus. Ich finde, es war voll interessant. Ich hätte länger zuhören können. Hoffentlich nächstes Jahr wieder live vor Ort, face to face. Wäre toll. Explosiv oder woanders? Genau. So, ja, also, wenn ihr noch was braucht, dann könnt ihr gerne noch da bleiben. Ansonsten, die Stunde ist beendet. Ihr könnt ins Freie, hüpft ins Freie, macht auch immer, was ihr wollt. Und wir sehen uns wieder bei der Tooltime oder im Jänner. Aber da kriegt ihr ja E-Mail. Ja? Tschüss. Das Winken ist immer ganz wichtig. So, ich werde jetzt die Aufzeichnung einmal stoppen.